besonderes Video für euch. Heute habe ich 5 Leute auf Fiverr bezahlt, um mir meinen Roblox-Charakter zu zeichnen. Und zwar haben wir Leute aus Preisklassen von 20 Euro bis 250 Euro hoch. Falls ihr nicht wisst, was Fiverr ist, Fiverr ist eine Plattform, auf der werden Dienstleistungen angeboten, wie zum Beispiel halt Grafiker oder Künstler, die ihr Talent anbieten und sagen, hey, du kannst nicht zeichnen, ich kann zeichnen, kein Ding, ich mach das für dich, keine Ahnung, für einen was auch immer. Die Leute können ihre Preise selber festlegen. Und die kommen auch ein bisschen über halt, du kannst nicht so viel verlangen, wenn du nicht so gut bist, nehme ich an. Außer wir finden heute Hidden Gems. Kann ja auch sein. Nee, aber es gibt nicht nur Grafik-Sachen. Es gibt, Leute können Videos für dich machen. So 3D-Sachen gibt es richtig fancy. So Animationen meine ich. Es gibt Online-Nachhilfe. Online-Nachhilfe, das ist ein Banger. Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt auf Fiverr. Dieses Video ist gesponsert von Fiverr, was supertastisch ist. Vielen lieben Dank an Fiverr selber, weil mir das die Möglichkeit gibt, viel, viel coolere Videos zu machen, als ich sonst machen würde. Ich habe keine Ahnung, wie viel in das Video jetzt im Endeffekt geflossen ist, aber schon eine Menge. Und das ist nichts, was ich normalerweise von meinem eigenen Budget hätte bezahlen können. Von daher, vielen Dank an Fiverr. Wenn ihr die Sponsoren unterstützen möchtet, die diesen Kanal unterstützen und damit im Prinzip direkt dafür sorgen, dass ihr besseren Content kriegt, dann schaut unbedingt auf dem ersten Link in der Beschreibung vorbei oder auch nochmal in der Infobox bzw. in der Kommentarbox ganz oben angepinnt. Da könnt ihr euch auf Fiverr kostenlos anmelden und könnt vielleicht schauen, ob da für euch was dabei ist. Oder vielleicht habt ihr ein Talent. Vielleicht sagt ihr, hey, ich kann gut malen. Dann könnt ihr euch da anmelden und vielleicht ein bisschen was nebenher verdienen. Also ich weiß, es ist ein Sponsored-Video, aber ich benutze Fiverr schon unabhängig davon richtig lange persönlich, weil ich da oft meine YouTube-Thumbnails drüber gemacht habe, beziehungsweise machen lassen habe, weil ich das nicht selber kann. Und die Leute sind wirklich gut. Also, wenn ihr da Interesse habt, dann schaut unbedingt, wie gesagt, erster Link in der Beschreibung und in der Kommentarbox vorbei. Und dann würde ich sagen, seid ihr excited? Wir suchen uns jetzt unsere Seller raus. Okay, das erste, was ich gefunden habe für unsere niedrigste Kategorie, ist hier 21,64 Euro. Das ist ein Porträt in Wasserfarben. Der hat gute Bewertungen, also der hat fast nur 5 Sterne. Der hat 200 Bewertungen, der Boy. Die Sachen sehen alle gut aus, meiner Meinung nach. Also, keine Ahnung, ich finde, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Vor allem für 20 Euro, es ist ein Banger. Von daher würde ich sagen, versuchen wir es damit mal und schreiben dem und gucken, ob der unseren Roblox-Charakter malen möchte. Er sagt, okay, ich kann ein realistisches Wasserfarbenporträt von dir oder deinen Freunden zeigen. Schick mir ein High-Quality-Foto. Ich habe jetzt zwar kein Foto, aber was ich rausgesucht habe, ist dieses Bild hier. Das ist von einem Thumbnail von mir, weil ich dachte, der normale Roblox-Charakter, wenn man den screenshottet, ist vielleicht nicht so großartig. Und hier hat er die blauen Augen und ein richtiges Gesicht, aber das ist mein aktueller, das sind auch die normalen Haare, die er aktuell hat. Von daher kann ich ihm das einfach schicken und sagen, hey, vielleicht? Okay, jetzt dürfen wir ein Foto anhängen, das haben wir. Und jetzt sagt er hier, wir sollen unsere Wünsche und Ideen für das finale Ergebnis beschreiben. Okay, ich habe jetzt geschrieben, bitte male meinen Roblox-Charakter als ein realistisches Porträt. Ich habe ein Bild von dem Roblox-Charakter hier angehängt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch beschreiben soll, weil ich glaube, er macht ganz normal einfach Porträts. Wenn die Leute Fragen haben, können sie mir ja schreiben. Dann haben wir unseren ersten Auftrag. Für den nächsten habe ich was bisschen Teureres gefunden. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil das ein bisschen ein anderer Artstyle ist. Weil das alles sehr bunt und sehr, sehr farbig ist. Ich fand das Bild voll süß. Von daher habe ich mir gedacht, das ist ganz gut, das reinzubringen. Das sind diesmal 60,60 Euro. Also ein bisschen teurer als der 20 Euro-Typ. Ich weiß nicht, ob man da mehr erwarten kann. Das dauert auf jeden Fall länger. Für den müssen wir hier 5 Tage warten. Aber er sagt, er macht uns eine Illustration mit einem Charakter, Mensch oder Tier, mit einem einfachen Hintergrund, hohe Qualität. Ich meine, ein Roblox-Charakter ist ein Mensch oder ein Tier, von daher sehe ich mich da auf jeden Fall. Dem schreiben wir jetzt ein bisschen mehr, einfach dadurch, dass der wahrscheinlich auch Hintergründe macht. Ich glaube, die letzte Person war nur Porträt. Ihm haben wir geschrieben, hey, ich fände es schön, wenn du meinen Roblox-Charakter in deinem eigenen Artstyle malst. Ich habe ihm gesagt, er kann kreativ werden mit Setting und Hintergrund und habe wieder ein Bild angehängt, weil ich will nicht so viele Sachen vorschreiben. Ich bin neugierig, was die Leute von sich aus machen. Von daher ist das hier der nächste und Auftrag starten. Ich habe jetzt noch einen Seller gefunden und zwar die hier. Die macht realistische Porträts, beziehungsweise der hier, das ist ein Mann. Der macht realistische Porträts von Sachen und die fand ich eigentlich alle echt hübsch und habe mir gedacht, da könnten wir dafür gehen. Das ist dann die nächste Preisklasse, 130 Euro beziehungsweise 129,85. Den fand ich sehr hübsch und deswegen würde ich da mal den auf unsere Liste setzen.
Okay, dem haben wir jetzt auch geschrieben, dass er wieder kreativ werden kann, dass ich es als eine realistische Person möchte. Ich habe ihm gesagt, halt eigener Hintergrund, eigene Pose. Und genau, dann würde ich sagen, haben wir den nächsten Auftrag starten. Okay, unsere Nummer 4 ist nicht so viel teurer. Die kostet knapp 150 Euro, also 147. Und da fand ich die Porträts cool. Ich meine, das mit der Gans, sick. Ja, absolut sick. Sieht großartig aus. Ich fand die ganzen Sachen von dem cool. Ich meine, ich muss sagen, das hat mich gecatcht. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, das will ich. Das ist, finde ich, voll die coole Szene. Auch mit den Bäumen und den Girlanden. Das werde ich ihm auf jeden Fall schreiben. Und, beziehungsweise, ist das ein Er oder... Nee, diesmal ist es eine Sie. Es tut mir leid, ich sage immer alles falsch. Aber ja, das Bild von dem Mädchen auf dem roten Auto fand ich wunderschön. Von daher hat mich das überzeugt. Und den nehmen wir. Okay, ich habe ihr geschrieben, dass ich das Bild von dem Mädchen, was gegen das rote Auto lehnt, super cool fand. Und dass ich gerne was mit dem gleichen Feel hätte. Und dass sie aber auch wieder kreativ werden kann. Einfach den Roblox-Charakter als realistische Person zeichnen. Und dann irgendein Setting, was auch immer sie sich ausdenkt. Ich bin excited, okay? Alle Sachen, die sie macht, fand ich pretty. Von daher macht es mir überhaupt nichts aus. Wenn sie da was anderes macht oder wenn sie sich für was Ähnliches entscheidet, ist mir wirklich egal. Ich bin gespannt und Auftrag starten. Okay, der war sogar 170. Das heißt, wir decken hier mittlerweile verschiedene Preisspannen ab und jetzt suchen wir uns noch einen im High-End-Budget, schätze ich mal. Ich bin sehr, sehr curious, ob wir da was finden können. Von daher... Mal gucken. Alles klar, ich habe jemanden gefunden. Ich will euch noch nicht genau zeigen, wie der ist, weil die Bilder von dem alle einen gewissen Artstyle haben. Und ich eigentlich ganz gerne möchte, dass ihr überrascht seid. Es sieht sehr anders aus als die anderen Bilder. Von daher würde ich das gerne geheim halten, damit ihr dann seht, was rauskommt. Ich bin super curious, wie die Sachen werden. Und ich habe dem basically das gleiche geschrieben wie allen anderen. Das ist halt der Roblox-Charakter, dass er den in seinem eigenen Artstyle zeichnen soll, dass er kreativ werden kann. Ich habe keine Vorgaben, also die Leute können im Endeffekt machen, was sie möchten. Und jetzt müssen wir leider eine Woche warten. Aber für euch vergeht die Zeit, Gott sei Dank, im Handumdrehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den fertigen Bildern, würde ich sagen. Bis gleich! Party People, wir sind zurückgekehrt nach gut 2 Wochen. Es ist jetzt der 25. Aber jetzt habe ich alle meine Bilder. Alright, das erste Bild, was wir bekommen haben für 25 Dollar, ist er hier. Ich muss sagen, ich bin nicht super unzufrieden. Ich zeige euch nochmal den Roblox-Charakter hier, damit ihr wisst, was unsere Ausgangsdatei war. Das habe ich allen geschickt. Und dann sollten sie es halt in ihrem Artstyle malen. Deswegen muss ich sagen, für 25 Dollar... Also für, keine Ahnung, 20 Euro oder was das war. Es ist nicht, ich meine klar, es sieht sich wunderschön, obviously. Sie haben den Pulli, auf jeden Fall, hier mit dem schwarzen Ding oben. Der ist dann immer halt dieser schwarz-pink-weiße Pulli, den ich sonst habe. Overall, can't complain. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir haben jetzt das nächste und zwar ist es schon deutlich teurer gewesen. Und zwar, für 70 Dollar haben wir ihn hier. Ich muss sagen... Also klar, es ist ein anderer Artstyle. Das war relativ klar, weil die Artstyle-Sachen von dem waren alle so. Ich bin nicht mad. Ich bin nicht mad. Ich finde, die sieht voll cute aus. Sie haben den Pulli, der sieht voll fluffy aus. Irgendwie der Artstyle ist funny, weil es so viele kleine Punkte sind. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gesehen hat davor. Man hat die blauen Augen, man hat die blonden Haare. Sieht pretty aus. Man hat so ein paar Hintergrundelemente mit Sternen und Regenbögen und... Ich würde schon sagen, dass er besser ist als der für 25, aber irgendwie ist es halt ein komplett anderer Artstyle, deswegen ist es schwierig zu vergleichen. Der hier erinnert mich mehr an so ein Merch-Design, to be honest, den man halt einfach auf so ein T-Shirt packen kann. Honestly, das sieht super cute aus, wenn das, keine Ahnung, ich habe gerne diese chunky Pullis an, wo Sachen halt auf dem Ärmel gedrückt werden. Wenn das auf so einem Ärmel gedrückt wäre, fände ich das gar nicht horrible, muss ich sagen. Von daher, bisher rennt's. Das von der nächsten Preisstufe ist eins, mit dem ich nicht ganz so zufrieden war. Das ist er hier. Okay, das Ding ist, ich hatte mit dem Seller geschrieben gehabt. Und er war so, ja, willst du, dass ich es realistisch male? Weil ich kann nur realistisch malen. Ich war so, ja, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Und irgendwie gab es da, glaube ich, ein bisschen Misskommunikation, weil ich halt gedacht habe, mit realistisch meint er, es sieht aus wie eine richtige Person. Weil seine anderen Bilder auch alle so waren. Und er meinte mit realistisch wohl, er versucht quasi das Bild, was ich ihm gegeben habe, also ihn hier realistisch zu machen. Und man sieht so ein bisschen am Shading und an den Haaren, schätze ich mal. Aber ich
muss sagen, ich bin jetzt nicht der biggest Fan, aber naja, was will man machen? You win some, you lose some. Aber das nächste Bild ist dafür ein absoluter Banger. Ich liebe, 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 liebe das nächste Bild. Achtung, aufgepasst. Und zwar, für $170 kriegen wir das hier. Ich möchte euch nur noch mal erinnern. Das sind $20 mehr. Das sind $20 mehr. Und dafür kriegen wir dieses Meisterwerk an Kunst. Ich meine, der Charakter, ja? Wir haben die langen blonden Haare, wie der Charakter hat. Wir haben den Scheitel ohne Pony, wie der Charakter hat. Wir haben die blauen Augen, wie der Charakter hat. Honestly, ab dem Punkt, du hast diesen Pulli, ja? Das ist der Pulli. Das ist der Pulli. Den würde ich kaufen im Laden, den Pulli. Hätte ich gar kein Problem mit. Finde ich, sieht sehr gemütlich aus. Bin ich großer Fan. Wir haben das Auto im Hintergrund, wir haben coole Schuhe. Die Beine sehen, es tut mir leid, aber da kann mir keiner sagen, dass das nicht voll realistisch aussieht. Das sieht aus, als wären die von einer echten Person, die Beine. Dann der Wald, der Himmel, die ganze Atmosphäre, die Straße. Fühlt ihr es? Ich fühle es, ich bin großer Fan. Honestly, das sieht sick aus. Das ist mein absoluter Favorit. Ich liebe das. Man sieht auch, dass sie das selber gemalt hat und dass sie nicht einfach, sagen wir mal, einen Hintergrund copy and pasted hat rein. Gott sei Dank, ich bin so froh, dass ich zwei Leute in der Preisklasse geheiert habe, weil honestly, die ist amazing. Also ihr müsst euch wahrscheinlich einfach die Bilder ein bisschen angucken, wenn ihr Leute auf Fiverr heiert, damit das ist, was ihr wollt und sagt, hey, das ist das Bild. Aber, oh, Zucker. Okay, und jetzt zum letzten Bild, was ich machen lassen habe. Und zwar ist es, ich habe da ja gesagt, ich zeige euch noch nicht, wer der Designer ist, damit ihr ein bisschen noch Spannung habt, wie denn das letzte aussieht und damit ihr noch nicht wisst, was da auf euch zukommt. Aber das ist jemand, der malt mehr so Hintergrundstuff. Also es geht bei dem, der Charakter ist zwar drauf und ihr werdet den sehen, aber es geht nicht wirklich um den Charakter, du hast die ganze Szene, okay? Und, ah, so pretty, Moment. Wir fangen von links an. Und dann gehen wir nach rechts durch. Wir haben einen Markt, dann haben wir hier Häuser, dann geht es hier hoch, dann ist hier ein Turm, dann haben wir hier noch mehr Häuser, dann haben wir hier einen Brunnen, dann haben wir hier einen kleinen Kobold. Der, also, holy moly. Dann haben wir hier den Charakter, wie ich gesagt habe, blond, lange Haare, halt ein Outfit, was logischerweise eher zu der Szene passt. Ich glaube, in dem Hoodie würde das nicht unbedingt passen. Dann hat man hier einen kleinen Marktstand, dann geht das hier hoch, dann ist hier eine Statue, dann sind hier Vögel, dann ist hier eine ganze Kirche. Ich rück mal kurz zur Seite hier, damit ihr das ganze Ding seht. Ich bin großer Fan. Ich finde, das sieht voll hübsch aus. Also, I don't know. Ich bin da... Ich find's pretty. Ich finde, es sieht aus wie eine richtige Stadt. Also, es kann mir keiner erzählen, dass es nicht aussieht wie eine richtige Stadt. Ja, aber das ist das Letzte, was wir von Fiverr geordert haben. Das ist für $300. Ich muss aber sagen, also klar, es ist jetzt nicht unbedingt nur der Charakter, aber es ist der Charakter in der Mittelalterwelt. Mit einer ganzen Stadt um sich herum. Du hast den Charakter als halt eigenen Charakter in der Welt. Was ich cool finde. Aber ja, das war's mit den 5 Leuten von Fiverr, die wir bezahlt haben, um meinen Roblox-Charakter zu malen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Da schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welcher euer Favorit ist. Und dann vielen Dank nochmal an Fiverr fürs Sponsoren des heutigen Videos. Schaut unbedingt auf dem ersten Link in der Beschreibung vorbei und schaut mal bei Fiverr vorbei und schaut, was es da alles Cooles gibt. Oder vielleicht könnt ihr euch selber anmelden und schauen, ob ihr was anbieten könnt. I don't know. Vielleicht denkt ihr euch 150 Mäuse, da kriege ich was Besseres als die eine Person, über die wir nicht mehr reden. Denn wir sind nicht wütend. Gut, das war's mit dem Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.